In diesem Video werden wir euch eine rührende Geschichte erzählen, die in China passiert ist. Die Person, die diese Geschichte erzählt hat, will anonym bleiben. Er wollte nur, dass die Leute auf ihr Gewissen hören und darüber nachdenken, was passiert ist. Schau dir also das Video zu dieser Geschichte bis zum Ende an. Die Geschichte, die der Held dieses Videos ins Internet gestellt hat, lautet wie folgt. Ich ging zur Arbeit und stolperte über einen schönen Welpen auf der Straße. Er war völlig alleine, aber was mir besonders auffiel, war sein kleines Gesicht, das eine allgemeine Traurigkeit ausstrahlte, als würde der Welpe auf jemanden warten oder über etwas nachdenken. Dann streichelte ich ihn einfach und ging weiter. Am nächsten Tag traf ich ihn wieder und bemerkte, dass er immer noch traurig war. Dann folgte ich dem Welpen und kaufte ihm eine Mahlzeit. Ich erwartete, dass ihn jemand abholen würde. Der Welpe war gepflegt und es schien, als sollte er einen Besitzer haben. Die Tage vergingen und der Welpe blieb immer noch an der gleichen Stelle. Ich dachte, wenn er morgen noch an der gleichen Stelle ist, nehme ich ihn einfach mit nach Hause. Und so geschah es auch. Wieder traf ich diesen Welpen, der auf dem Deckel des Brunnens lag. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm ich den Welpen mit nach Hause und kümmerte mich um ihn. Natürlich dachte ich, dass der Welpe ein neues, glückliches Leben haben könnte. Und in meinem Haus würde es ihm echt gut gehen und er muss nicht mehr auf der Straße herumstreunen. Aber ein paar Tage später, als ich das Haus verließ, nutzte er den Moment und sprang aus der offenen Tür. Ich folgte ihm und er rannte zu derselben Stelle, wo ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, und legte sich wieder auf den Deckel des Brunnens. Sein Verhalten und seine Körperhaltung waren wie vorher. Er legte sich an der gleichen Stelle hin und wollte nicht weggehen. Der Welpe machte traurige Geräusche. Er schien zu weinen. Ich war verwirrt, was hier geschah. Plötzlich kam eine ältere Frau auf mich zu und fragte, "Bist du noch hier?" und bezog sich auf den Welpen. Endlich konnte mir jemand etwas über den Welpen sagen. Vielleicht weiß sie, wo er herkommt. Die Antwort brachte mich zum Weinen. Die Frau sagte mir, dass die Mutter des Welpens von einem Auto angefahren wurde, als sie die Straße überquerte. Der Mann hielt nicht einmal an, um zu sehen, was passiert war. Leider starb die Mutter des Welpens. Ein Anwohner hat sie begraben, aber der kleine Welpe blieb in der Nähe des Tatorts und wartete auf seine Mutter. Ich hörte der Frau zu und verstand endlich, warum der Welpe jeden Tag an diesem Ort war und auf dem Deckel des Brunnens lag. Er dachte, dass sie zurückkommen würde, um ihn zu holen, aber er verstand einfach nicht, dass seine Mutter gestorben war. Ich sagte ihm, dass er nicht traurig sein soll. Ich werde dich gut behandeln und du wirst allmählich diesen Schmerz vergessen. Ich kümmerte mich um den Welpen und ich konnte nicht zulassen, dass er noch länger dort sitzen bleibt. Wenn nur alle Menschen verstehen können, dass auch Tiere Schmerzen empfinden können. Wir Menschen sind die intelligentesten Lebewesen auf dem ganzen Planeten. Aber gleichzeitig sind wir auch die ungerechtesten. Denn viele Menschen kaufen ihre Haustiere aufgrund ihrer äußeren Schönheit. Sei nicht blind und unfair und rette ein Tier von der Straße, anstatt es zu kaufen. Sie haben ein hartes Leben gehabt und sie brauchen Wärme und Liebe, wie wir alle. Schau dir jetzt noch diese spannende Geschichte an von einer Mutter, die ihr einjähriges Kind für ein paar Sekunden mit ihrem Hund alleine lässt. Dann passierte etwas Unglaubliches.